Die erste Regel. Nicht jeder, der einen Beweis hat, heißt auch, dass er richtig liegt. Sondern er muss das Delil am besten verstehen, richtig verstehen. Beispiel. Wenn ich euch in diesem Raum sage, wo ist Allah? Was wird ihr sagen? Wo ist Allah? Er ist erhoben über seinem Thron. Beweis, bring Beweis, hast du eben gerade gesagt. Welche Sure? Oder Araf 54 oder Taha 5. Was sagt der Vers? Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Stimmt? Gibt es jemanden, der würde anderen Beweis bringen vom Koran, wenn ich sage, bring mir Beweis, dass Allah ist über seinem Thron? Dann würde jeder sofort sagen, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Taha 5 oder Araf 54. Was sagen wir? Unsere Gegner, nicht wir, sondern unsere Gegner, der sagt, stopp. Istawa hat in arabischer Sprache 16 Bedeutungen. Und gibt es sogar andere Gelehrte, die sagen 21 Bedeutungen. Und einer davon heißt, sich erheben oder erhöhen. Wieso nimmst du gerade diese Bedeutung? Hat er dich durcheinander gemacht? Wenn du kein Wissen hast, hat er, hey, Moment, wie? Also kann auch andere Bedeutung haben? Hat er durcheinander gemacht? Andere Beispiel, wenn ich sage, gib mir Hadith von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gefragt hat, wo ist Allah? Wer kennt so eine Hadith? Gibt es so eine Hadith? Sag. Er sagt, stopp. Eine im arabischen Sprache hat zwei Bedeutungen. Eine bedeutet, wo und gleichzeitig auch wie viel. Wenn du deinem Kind sagst, wie viel liebst du mich? Der Kind sagt, so viel. Hä? Und jetzt, alaihissalatu wassalam, hat zu dieser Frau gesagt, wie viel liebst du Allah? Und sie hat gesagt, bis zum Himmel. Was machst du jetzt? Er hat deine Argumentation, Delil, schwach gestuft. Du hast Hadith gebracht. Aber er hat gesagt, stimmt nicht. Bedeutet, ist groß, ist viel. Die Menge ist gemeint. Mit eine bedeutet manchmal die Menge in arabischer Sprache. Deswegen, liebe Brüder, es ist nicht Kunst, Delil zu haben. Es ist nicht Kunst, weil es gibt Brüder, die sagen, ich habe Delil, ich habe Beweis. Das ist keine was Neues. Auch Schia hat Beweis. Jeder hat Beweis. Keiner kommt ohne Beweis. Aber wichtig ist, die Art und Weise der Beweisführung, das ist wichtig. Deswegen wir sagen, die Methodik, Verständnis der Beweise muss auch übereinstimmen. Und da haben wir Probleme. Und darüber haben wir kein Wissen. Deswegen Nisa 83 ist für jeden uns hier in diesem Raum eine Antwort. Diese Beweise, was du liest, sollst du zu den Rasulullah bringen, und der ist schon gestorben, ist nicht mehr unter uns, dann den Gelehrten, sagt Allah Azza wa Jalla. Zu welchem Gelehrten hast du das gebracht? Zu wie vielen Gelehrten? Und wie unterscheidest du die Aussage von einem Gelehrten? Nach welchen Kriterien wirst du das annehmen und ablehnen? Das ist wichtig. Deswegen, liebe Brüder, nicht alles, was wir aufzählen mit Beweise, heißt auch genauso, dass dieser Beweis muss gültig sein. So kommt, was ist der andere Beweis? Ibn al-Hajar al-Asqalani, der konnte am meisten Hadith. Der konnte das meiste Hadith, und das ist ein Beweis für uns. Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani konnte Millionen Hadith auswendig, aber war Ash'ari. Er war Ash'ari, das heißt, er wusste nicht Ein Allah Hadith. Er wusste nicht diese Hadithe Beweisführungen. Das heißt, es ist nicht eine Kunst, viel Hadith zu wissen, viel Beweis zu haben, sondern die Kunst steckt darin, dass du die Beweise richtig anwendest. Und wenn du die Beweise richtig anwendest, gehörst du zu der Gruppe der Rettung, Firqatun Najih. Aber wenn du die Beweise falsch verstanden hast oder falsch führst, auch wenn es äußerlich richtig gezeigt wird, so sollst du wissen, du liegst falsch. Deswegen brauchen wir die Gelehrten. Deswegen können wir gar nicht die Gelehrten überholen. Und müssen an den Gelehrten bleiben, auch wenn in einigen Themen sie ein Urteil gegeben haben, was mit den anderen Gelehrten widerspricht. Aber im Allgemeinen, wenn ein Alim Fetwa gibt und die meiste Fetwa ist in Ordnung, das heißt, hat keine Fehler, dann wird er als Alim angesehen. Und wenn er hat mehr Fehler als Nutzen, Schaden, dann ist das ein schlechter Alim. So haben die Gelehrten aufgezählt. Das heißt, wenn jemand 100 Fetwa gibt und 90 Fetwa ist falsch, dann ist das ein schlechter Gelehrter. Aber wenn jemand von 100 Fetwa
80 Richtige sagt und nur 20 falsch hat, dann zählt er zu den guten Gelehrten. Deswegen Imam Nawawi ist ein großer Gelehrter, ein guter Gelehrter. Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani, auch wenn er war Ash'ari, zählt er zu den guten Gelehrten. Aber nicht jeder, der Beweis hat, heißt, dass er auch auf der geraden Weg ist oder richtig ist. Und jeder kann eure Beweis Zweifel reinbringen. Wie ich eben gerade als Beispiel gemacht habe. Kann dich durcheinander machen. Du kommst mit Hadith und er macht, gibt dir eine Antwort und du bist durcheinander gekommen. Und weißt du nicht mehr, wie du dann vorgehen sollst. Und dann sagt er, siehst du, du bist falsch, komm zu mir. Dann wieder, liebe Brüder, kommen wir jetzt zu der Grund, warum reden die Menschen schlecht über die Gelehrten? Bevor wir zu den Rechten der Gelehrten kommen, Gründe, warum die Menschen, Jugendliche speziell heute, die viele Emotionen haben oder auch unwissend sind, reden schlecht über die Gelehrten. Warum? Es war, das erste Grund ist eigentlich schöner Grund, weil sie einen starken Liebe zu ihren Religionen haben. Der hat sehr starke Liebe zu Islam. Und er sieht, was auf der Welt passiert, von Ungerechtigkeiten. Er sieht, wie bestimmte Leute Verrat machen. Er sieht die Heuchler, wie sie Schaden fügen zum Islam. Und er sieht auch die Machtlosigkeit der Gelehrten gegen diese Situation. Und seine Eifersucht zu dem Religion führt dazu, dass er dann die Gelehrten beschuldigt. Und sagt, das sind die, die Feiglinge sind, die nicht sprechen wollen und sich verdrehen und die Verse nicht ankündigen. Das ist gute Absicht. Aber diese Absicht, liebe Brüder, überschreitet den Maß. Und das ist verboten. Wir dürfen nicht in der Religion übertreiben. Was kannst du tun, wenn dein eigener Sohn dir nicht gehorcht? Was erwartest du von einem Gelehrten? Sollen jeder Gelehrte jeden Tag aufgehängt werden? Erst dann sagst du, Mashallah. Das heißt, wir müssen realistisch bleiben und unsere Liebe zu unserer Religion darf nicht dazu führen, dass wir Leute beschuldigen, die nicht die Schuld tragen. Genauso wie du nicht die Schuld trägst, wie du versuchst für deine Religion was zu tun. Dieser Gelehrte, die mit diesen Eigenschaften eben gerade aufgezählt habe, glaub mir, versuchen dasselbe oder noch mehr. Wie du versuchst, diese Religion, dieses Buch zu verbreiten, sollst du erst gute Absicht haben gegenüber diesen Gelehrten und nicht eifersüchtig sein zu deinem Religionssache und beschuldigst andere Leute, die nicht die Schuld tragen. Zweiter Grund, warum die Menschen das Fleisch der Gelehrten, dieses giftige Fleisch in ihren Mund nehmen. Wenn ich dir ein Gift gebe, ein Gift, was hochgiftig ist, hier, trink das, du sagst nein. Aber Fleisch von Gelehrten ist noch giftiger als das, was du als Gift angeboten bekommen hast. Zweitens ist die Neid, Hasset. Und Salatu wassalam sagt, das Hasset gibt ein Beispiel wie ein Feuer, verbrennt alles. Wenn hier ein Feuer anfängt, verbrennt alles und wird immer größer, größer und Schaden größer. Deswegen, der Muslim darf kein Hasset haben. Weil Allah hat jemanden zum Gelehrten gemacht, zum einfachen Mensch gemacht, einen reich gemacht, einen arm gemacht, einen Mensch hat er zu Frau gemacht, einen Teil der Menschen hat er zu Männern gemacht. Deswegen muss jeder die Rolle akzeptieren, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm geschrieben hat. Warum akzeptierst du nicht, was Allah ihm gegeben hat? Weil, wisst ihr, wer wurde am meisten beneidet? Alayhi salatu wassalam. Die Menschen, das meiste Auge, was die Menschen hatten, war das Platz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum ist er ein Prophet geworden? Die Mekkaner, Ahlul Quraysh, Mushrikin damals, konnten das nicht begreifen, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet wurde. Genauso zu Nuh alaihi salam Zeit, was Allah azza wa jall im Surat Hud und Yunus erzählt, dass diese Leute haben gesagt, Erdalin. Erdal sind die demütigsten Leute. Wie kann Allah einen Erzel oder die Leute, die bei einem Menschen sammeln, demütig sind, einfache Schreiner, einfache Schmied, einfacher Bauer, ist Muslim geworden und ich soll mit diesem demütigen Mensch
und ich bin ein Adliger, ein reicher Mann, Geschäftsmann, soll mit ihm in demselben Religion zusammenbleiben und leben? Haben das nicht verstanden. Und die haben gesagt, schmeißt die raus. Allah sagt das im Koran und Kerim. Sind die zu Nuh a.s. gekommen, die Führer von dieser Stamm, von seiner Stamm sind gekommen, haben gesagt, schmeißt diese gläubige Erzelin raus, diese einfachen Bauern und Schmied und was weiß ich, die anderen, dann wir werden mit dir sein. Was hat er antwortet? Hat Wahi bekommen. Hat gesagt, darf ich nicht. Ich darf keinen Gläubigen verjagen. Wenn ihr wollt, kommt und rettet euch. Steigt mit mir. Wenn nicht, ich darf keinen Gläubigen vor mir verjagen. Deswegen auch diese Ayat, was offenbart worden ist, als Abdullah ibn Maktum gekommen ist und in Mekka und ist ein blinder Mensch, ist gekommen zu Prophet sallallahu alaihi wasallam und er saß mit den Oberhäuptern der Mushrikin und hat versucht, ihnen Dawa zu machen. Und kommt der blinde, arme Mann und sagt, ja, Rasulallah, allamni mimma allamaka Allah, bring mir das bei, was dir Allah beigebracht hat. Er sagt, nicht jetzt, ich versuche, diesen Leuten Dawa zu machen. Kommt sofort Offenbarung. Was tust du, O Mohammed? Deswegen, diese Leute haben Hasset, Neid, sind neidisch auf dem, was sie bekommen haben. Deswegen, die meisten Menschen haben Neid gegenüber die Propheten, dann gegenüber die Gelehrten. Deswegen sagt Ali, ich bin der Meiste, der gelitten hat. Der hat am meisten gelitten. Auch sogar unter seinen Freunden hat er gelitten, wisst ihr das? Seine Freunde. Kommt jemand, der ist Muslim und ruft ihm, ja, Mohammed. Prophet ist er. Kommt Ayat, Vers, schau dir die Dummen, die dich schreien mit deinem Namen und nicht warten können. Allah hat dumm genannt. Hat ihm Leid zugefügt. Kommt in sein Haus rein und will sitzen. Alayhi am ganzen Tag ist mit den Menschen zusammen gewesen und will noch nach Hause kommen und bei Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzen. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam schämt sich zu sagen, geh bitte nach Hause, ist genug. Ich muss auch mich erholen. Ich muss auch mit meiner Familie zusammen sein. Verstehen nicht. Und dann kommt Vers, sagt, auch der Prophet schämt sich, aber Allah schämt sich nicht, die Wahrheit zu verkünden. Ihr sollt ihm nicht Leid fügen. Ihr sollt ihm kein Leid fügen. Deswegen die Menschen beneiden. Beneiden. Und das ist eine Prüfung. Deswegen hat a.s.w. sich selber gefragt, warum wurde ich auserwählt? Warum hat mich Allah auserwählt? Warum nicht Abu Jahl? Warum nicht Abu Lahab? Der ist doch reicher und hat noch mehr starke Position in dieser Stadt Mekka. Dann ist Vers gekommen, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Das ist Gnade, Huld von Allah a.s.w. und er gibt dem, wem er möchte. Deswegen, wenn du siehst einen Alim, dann sollst du nicht neidisch sein zu ihm, und sagen, ich werde ihn fertig machen, sondern ja, ach, ich sage, Mashallah, das ist Allahs Huld und er gibt, wem er das möchte. Allah, das ist die beste Heilung. Deswegen, Imam Bukhari, wisst ihr, Imam Bukhari, wann er gestorben ist? Der zählt zu den Gelehrten, die sehr jung gestorben sind. Der ist sehr, sehr jung gestorben. Wisst ihr, warum? Als er fertig war mit seinem Wissen, abgeschlossen hat und Sahih Bukhari in 16 Jahren geschrieben hat, ist er zurück zum Heimatstadt zurückgekommen, nach Bukhara. Samarkand ist er zurückgekommen, heutige Usbekistan. Ist er zurückgekommen und er wollte in einer Moschee Vorträge machen, wie heute. Dasselbe System. Wollte in der Moschee Vortrag machen. In der Nachbarmoschee, die Schüler, die von der Nachbarimam Unterricht genommen haben, sind alle natürlich zu wem gekommen? Zu Imam Bukharis Unterrichte. Und bei ihm, die Schüler auf einmal ist weniger geworden. Immer weniger, weniger, weniger. Und er hat gesagt, wo sind meine Schüler gegangen? Sie haben gesagt, ist Imam Bukhari gekommen, Sahib al-Hadith, der die ganze Sahih al-Hadith gesammelt hat. Und die Leute lernen bei ihm Akide und Hadith und so weiter. Hat gesagt, ich zeige ihm. Zu sich selber. Was hat er gemacht? Er ist zum Emir gegangen, Gouverneur, und hat gesagt, wie kannst du erlauben, dass Bukhari in dieser Stadt unterrichtet? Der ist Mu'tazili. Er sagt, dass Koran erschaffen ist und dass das kein Kalamullah ist, Gottes Wort ist. Stimmt das? So einer ist in unserer Stadt und macht Vorträge, schmeißt ihn raus. Die haben ihn verjagt. Imam Bukhari, als er starb, keine Stadt hat ihn angenommen. Der wurde verjagt von überall. Er ist gestorben und war
staatenlos, wie heute die Palästinenser sind. Hatte keinen Platz, hat Dua gemacht. O Allah, die Erde akzeptiert mich nicht mehr. Nimm mein Leben und ist nicht ein Tag, zwei Tage vergangen, ist gestorben. Rahimahullah. Warum? Wegen Neid von einem Mann. Und mit Imam Bukhari ist auch die Sunna des Propheten Wissen mitbegraben worden. Mit jedem Tod eines Gelehrten, eine große, gewaltige Wissen wird mitbegraben, liebe Brüder. Das heißt, wegen einem Neid. Vielleicht wäre er nicht verjagt von der Stadt, ausgetrieben. Er hätte vielleicht noch andere Hadith-Bücher uns geschrieben und hinterlassen. Aber er war in Flucht. Und so viele Gelehrte sind ins Gefängnis gegangen. Warum? Weil jemand war für sie neidisch und hat ihn dann verpetzt. Und das ist auch in unserer Zeit passiert. In unserer Zeit, als ich in Medina Student war, 1998, haben sie dort einen Sheikh verjagen wollen. Sheikh Mohammed al-Mukhtar al-Shankiti, heute einer der größten Gelehrten in Saudi-Arabien. Diesen Mann, wenn er Dua macht, also da bin ich mir überzeugt, Allah azza wa jalla bi-iznillahi ta'ala nimmt seine Dua an. Er war 2 Jahre mein Lehrer. Wenn er in die Klasse kam, sind Professoren in seinen Unterricht gekommen und haben ihm zugehört. Du lernst nur, wenn du ihn anschaust, dein Verhalten. Wie er redet, was für ein Wissen er hat, ist unvorstellbar, mashallah, tabarakallah. Und gleichzeitig ist eine Gruppe von Menschen, haben hinter diesem Mann zum Gouverneur gegangen und haben gesagt, schmeiß ihn raus von dieser Stadt. Er ist gefährlich. Warum ist er gefährlich? Ja, er wird zu starke Zuhörer haben. In Masjid al-Nabawi, bei ihm sitzen 5000 Menschen mindestens. Wenn er in Jeddah, das ist Hafenstadt, Flughafen, wenn man nach Mekka fliegt, kommen dort tausende Menschen und die Straßen werden zugemacht. Und redet nur Hadith, Qala Allah und Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber einigen passt das nicht. Und genauso unter einfachen Predigern. Und wir sind gar nichts, wir sind null, X. Wir sind X. Du siehst auf einmal, ein Bruder redet über ihn, er redet über ihn und überredet ihn. Warum, Yachi? Lasst jeder, der was für diese Religion tun will, arbeiten. Warum reden wir über ihn schlecht? Es sei denn, du siehst offen, er ruft zu einer Bidda auf oder ruft zu einer Sache, das widerspricht unserer Akide, dann müssen wir ihn warnen. Wie wir heute sagen, geht nicht mehr auf die wahre Religion rauf. Ihr dürft nicht mehr auf die wahre Religion.de gehen. Warum? Weil dort wird direkt falsche Sachen über die Akide gegeben und direkt Hadithe verleugnet, was existiert. Da gibt es einen Videoanruf, ruft eine Frau, sagt, ja, ich bin eine Konvertierte, Salam alaikum, alaikum salam. Ich habe gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, von einem Kafir, ungläubigen Eltern darf man keine Erbe annehmen. Wer sagt denn so ein Quatsch? Gibt's doch gar nicht. Kannst du nehmen. Ah, danke, Salam alaikum, subhanallah. Und das Hadith in Bukhari. Sahih Hadith, sagt alaihi salatu wasalam, ein Muslim erbt nicht von einem Kafir. Das heißt, wenn jemand redet in Allahs Religion ohne Wissen, und ruf sogar zu Akide Sachen, was widerspricht der Ahle Sunna, dann darfst du das warnen und sagst, bleib von dem Sache fern. Wieso? Weil das wird uns mehr schaden. Weil wir müssen jetzt diesen Leuten klar machen, man darf keine Erbe nehmen von einem ungläubigen Eltern, wenn die gestorben sind. Weil das die Sunna verbietet. Alayhi salatu wassalam hat es klar und deutlich gesagt. Und die Sahabe haben keine Erbe genommen von ihren gestorbenen Eltern. Deswegen müssen wir das klar und deutlich sagen. Wir machen das nicht, um die fertig zu machen oder schlecht darzustellen. Nein, weil du sagst ihnen, ach, ich mach das nicht 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal. Wer macht weiter? Dann gibt es nur einzige Lösung und das zu warnen, damit die Leute nicht das falsche Wissen nehmen sollen. Viertens oder drittens, warum die Leute, die Gelehrten, ihre Fleisch essen, ist, liebe Brüder, weil sie blind folgen. Sie folgen jemandem blind. Und unsere Religion verbietet uns, jemandem blind zu folgen. Allah azza wa jalla sagt uns im Koran, فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Folgt den Gesandten, dann seid ihr rechtgeleitet. Wir dürfen niemandem blind folgen. Einmal als Muhammad Salih al-Usaymin, rahimahullah, im Fernsehen Fetwa gegeben hat, hat einen Mann angerufen, irgendwo von Syrien oder so, hat angerufen und hat gesagt, ja, Sheikh, ich will nach Madhab Shafi'i das Hukum, die Urteil über das Bad kürzen wissen.
erzähl mir das Hukum vom Bad nach Madhab Shafi'i. Und ich verfolge das Programm. Wisst ihr, was Sheikh Mohammed Salih Al-Uthaymeen gesagt hat? Er hat gesagt, ich mag es nicht, über eine Person Fetwa zu geben, was nicht Pflicht ist zu befolgen. Warum soll ich dir nach Madhab Shafi'i Antwort geben? Den zu befolgen ist nicht Pflicht. Aber ich gebe dir eine Antwort von dem Person, für den alle Muslime Pflicht ist, ihn zu folgen. Wir haben nichts gegen Imam Shafi, der ist unser Gelehrter. Wir respektieren ihn und lesen seine Bücher und nehmen ihn an als Gelehrten. Aber es ist uns nicht Pflicht, alles, was er gesagt hat, zu befolgen. Oder Abu Hanife, oder Imam Ahmed, oder Imam Shafi, oder Ibn Taymiyyah. Und einige, jetzt kommen wir mit Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wer hat euch gesagt, dass wir alles nehmen müssen, was Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat? Nicht alles, was Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat, ist auch 100% richtig. Gibt es viele Hadithe, was da'if sind, sogar Maudu sind. Und das haben seine eigenen Schüler in seinen Büchern geschrieben. Beispiel, er sagt, Al-Ibada huwa Mukhul Ibada. Al-Dua huwa Mukhul Ibada. Und dieser Hadith ist bekannt, ist bei jedem Hadith Gelehrten da'if. Das heißt nicht, der ist ein schlechter Gelehrter. Wir lieben ihn und respektieren ihn. Aber der ist kein Prophet. Er macht auch Fehler. Jeder Gelehrte macht einen Fehler. Deswegen ist verboten, dass wir fanatisch hinter einem Gelehrten gehen. Wir sagen, jeder macht Fehler. Letztens ist eine Gruppe gekommen aus Stuttgart und wollte mit mir diskutieren. Nach dem Vortrag war eine Gruppe von Khawarij, die klar und deutlich die Eigenschaften von Khawarij hatten. Ich sage nicht Tekwiri, sondern das waren Khawarij, denn Tekwir gehört zur Religion. Tekwir wird heute vermischt, richtige und falsche Tekwir wird vermischt. Aber diese Leute sind Khawarij gewesen. Und er bringt mir ein Buch von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ich habe ihm gefragt, ist es mir Pflicht, diesem Buch, alles was da drin ist, steht, zu folgen? Alles was Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat, ist das richtig? Wisst ihr, was er gesagt hat? Natürlich hat er gesagt. Ich habe gesagt, überleg richtig meine Antwort, Frage. Sonst ich werde dich zum Ungläubigen erklären. Pass auf, was du sagst. Ist es Pflicht, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einem anderen zu befolgen? Dann hat er gesagt, nee, muss ich man nicht. Danach, warum zwingst du mich, dieses alles zu akzeptieren? Wenn du selber sagst, muss man nicht, dann warum zwingst du mich, doch, das musst du nehmen. Nein, Achim, ich muss nur nehmen, was von Koran und Sunna nach der Verständnis der Sahabe uns überliefert worden ist. Ich widerspreche der Ijma der Sahabe nicht. Ijma der Sahabe darfst du nicht widersprechen. Deswegen, ja, Achim, warum zwingst du mich, eine Meinung zu nehmen, was nicht Pflicht ist? Und was kann auch Fehler beinhalten? Aber heute, die Muslime halten sich wie ein Fußballverein. Der ist Verein X, der ist Club B und sie wollen sich nur, wie die Fußball-Hooligans, wollen sie ihre Religion praktizieren. Das gibt es nicht in Islam. Wir sind kein Verein. Wir sind kein Fußballclub. Wir sind Mitglieder eines Religiones. Wir sind alle Muslime. Derjenige sagt, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, und bestätigt die 6 Säulen des Imans und versucht, die 5 Säulen des Islams zu praktizieren und die anderen Pflichten zu erfüllen, dann kann ich ihm nicht sagen, nur weil er eine andere Meinung hat, dass er gleich ein Ungläubiger ist und raus von Islam ist und abgefallener ist. Dann wieder, warum die Leute, die Gelehrten, über die schlecht sprechen ist, weil man denkt, man hat mehr Wissen als der andere. Und das ist gefährlich. Das ist eine Hochmütigkeit. Das heißt, der hat Kibir. Und ihr sollt wissen, jeder Kibir führt auch in die Hölle. Und jemand, der einen Hauch von Kibir hat, sagt, a.s.w., der wird nicht zum Islam, der wird nicht ins Paradies kommen. Dann wieder, liebe Brüder, ist Heuchlerei. Nifar, und das hatte ich vorhin erzählt. Deswegen, die meisten Menschen, die das Fleisch von Gelehrten essen, sind die Munafiqin. Und das ist ein Zeichen, wenn jemand über die Gelehrten schlecht redet, dass er besitzt die Eigenschaft von Munafiqin. Sagt Allah Azza wa Jalla, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. Und wenn ihnen gesagt wird, glaubt so, wie die Leute glauben, die Menschen glauben, und damit ist gemeint mit der Nas, die Gelehrten der Sahabe. Weil diese, die den Islam genommen haben, waren damals die ersten Muslime, die, und die zählen zu den Gelehrten. Was haben die gesagt? Sollen wir etwa glauben wie die Dummen? Das heißt,
Sie haben die ersten Muslime als dumm bezeichnet. Wer? Die Munafiqin. Deswegen, liebe Brüder, sagt die Gelehrte, der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, das Schlechtreden gegenüber den Gelehrten ist ein Zeichen von wem? Von Nifaq. Das heißt, wenn du siehst einen Jugendlichen, der redet über allgemein, über die Gelehrten schlecht, dann hat er eine Eigenschaft von Nifaq. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Regel, das meiste Fleischesser der Gelehrten sind wer? Sind die Heuchler, und von dem müssen wir uns achten. Dann achtens, warum redet man über die Gelehrten schlecht? Weil man will den Islam schaden. Und das machen die Nicht-Muslime. Die haben letzte Woche gab es eine Beschneidigungssache der Frauen in Äthiopien, und die haben in Heute Journal und in vielen Medien gezeigt, wie bärtige Gelehrte mit Schimach und so sitzen, und die haben dann 8 Mädchen gebracht und haben geweint vor den Gelehrten, und die Gelehrten wollten das nicht akzeptieren und wollten zeigen, hier, guck mal, auf wem ihr zuhört. Das sind eure Gelehrten und Muslime. Wollt ihr etwa so brutal enden? Wollt ihr etwa eure Kinder auch so brutal enden, wie diese 8 Mädchen geendet haben und so weiter? Das heißt, was ist der Ziel der Sache? Wollen die wirklich eine islamische Lösung finden? Oder wollen sie die Gelehrten schlecht darstellen, damit die Menschen nicht mehr zu Gelehrten gehen? Und heute, mashallah, gehen wenige Leute zu den Gelehrten. Nur wenn sie Lust haben oder wenn sie in Not sind und wenn schon alles kaputt ist. Deswegen rufen ständig nur Scheidungen und nur Probleme, was sie nicht mehr selber lösen können. Wo warst du vor der Scheidung? Wo warst du vor deinen Problemen, Yachi? Warum hast du deine Religion vorher nicht gelernt? Warum hast du nicht vorher deine Islamkenntnisse vermehrt? Warum bist du nicht zu den wissenden Leuten vorher gegangen? Warum erst, wenn du auf dem Boden liegst? Deswegen, Gründe ist, dass die Menschen versuchen, den Kontakt zu den Gelehrten abzubrechen. Und das haben sie geschafft. Das haben sie geschafft in vielen islamischen Ländern. Deswegen, ein Gelehrter hat nicht mal Wert wie ein Schauspieler oder eine Schauspielerin oder ein Sportler oder nicht mal sogar als einen anderen, irgendeinen anderen Beruf. Sogar ein anderer Beruf wird mehr respektiert als ein Gelehrter, der sich Tag und Nacht mit Allahs Buch beschäftigt. Warum? Weil der Feind, islamischer Feind, hat es geschafft, uns zu überzeugen, die sind sowieso, essen unsere Gelder, die nehmen sowieso nur eure Gelder weg und die heiraten nur und die lassen nur schlafen und die tun sowieso nichts. Das heißt, diese Propaganda führt dazu, dass die Menschen sollen keine Beziehung zu den Gelehrten haben. Und das ist das Ergebnis, was heute die Muslime sind. 2 Milliarden Muslime oder über 2 Milliarden Muslime und haben ein Leben, was miserabel ist, meiste. Wisst ihr, was die Forschung sagt? Eine Forschung, eine Studie, was ich in einem Unterricht aufnehmen werde, inshallah, Probleme der Muslime, wurde 3 Millionen Euro Geld gegeben. 3 Millionen Euro wurde eine Studie gemacht in ganzen islamischen Ländern, um festzustellen, was in Zukunft die Muslime für Probleme haben werden. Was werden die Muslime in Zukunft für Probleme haben? Die haben 10 Punkte aufgezählt. Gefahr. Und da ist rausgekommen, 3. Stelle. Drittgrößte Gefahr. Und wird gesagt, 2025 spätestens. Also frühestens 2025 wird das passieren. Diese Studie könnt ihr im Internet auch runterladen. Ist offiziell vom Staat Katar und Dubai und Emirate finanziert worden und wurde von Experten, Psychologen und anderen Institutionen, Universitäten zusammen in ganzen islamischen Ländern durchgeführt. Ergebnis ist rausgekommen, dass die meisten Muslime werden psychisch gestört sein, Depressionen haben. Das ist unsere Situation. Wer lacht da? Sag ich, Depressionen ist gestört. Haben wir. Nicht du, Bruder, aber allgemein. Das ist unsere Situation, ist zum Weinen. Verstehst du? Deswegen, liebe Brüder, ist eine ernste Angelegenheit. Wisst ihr, dass jeden Tag, in islamischen Ländern, ich rede, jeden Tag ein Kind von zu Hause wegrennt? Jeden Tag von einem muslimischen Haus rennt ein Kind weg. Und von denen 60% sind Mädchen, die zwischen 5 und 10 Jahre alt sind. Und 60% der Gründe, warum diese Mädchen von ihren Häusern wegrennen,
Wisst ihr warum? Weil sie können nicht mehr ertragen, wie der Vater und Mutter sich streiten. Können nicht mehr ansehen. Wo sind unsere Gelehrten? Wo sind die Leute, vernünftige Muslime, die diesen Gelehrten zuhören und eine Lösung suchen? Wisst ihr, dass die Kinder, die in die 10. Klasse gehen, am meisten Gefahr sind in Deutschland, dass sie drogenabhängig werden können? Und viele von uns haben Söhne und Kinder, Brüder, die vielleicht jetzt in dieser 9., 10. Klasse sind. Wer achtet von denen? Wie viel geben wir für die ein Gefühl? Wie viel geben wir für das Gefühl, dass unsere Kinder in der Statistik in dieser Möglichkeit stecken? Aber keiner will zu den Gelehrten gehen und Lösung finden. Deswegen sagt alaihissalatu wassalam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, wa indahu kunutu yawmihi, فَكَأَنَّمَا حِزْيَدْ لَهُ الدُّنْيَا. Sagt alaihissalatu wassalam, derjenige, der eine Sicherheit gewährleistet bei sich und seinem Besitz, genauso gesund bleibt an seinem Körper, gesund bleibt an seinem Körper. مُعَافَ فِي جَسَدِهِ. Sehr wichtig. Und gesund bleiben am Körper bedeutet seelisch und äußerlich. Wir achten nur äußerliche Krankheiten. Wisst ihr, dass 90% der Krankheiten, was mit Herz oder mit Blutdruck oder mit Gehirn zu tun hat, kommt von seelischen Krankheiten, Depressionen? 90% der Krankheiten entstehen durch was? Entstehen durch seelische Probleme. Und die Statistik sagt, Muslime stehen in Gefahr. Deswegen, liebe Brüder, wir müssen gesund bleiben. Und das Traurigste ist, liebe Brüder, dass wir sehr großzügig sind gegenüber unseren Familien. Nur großzügig in was? In Mal, im Geld. Wenn unser Kind weint, dann kaufen wir ihm sofort ein Geschenk. Wenn die Frau meckert ein bisschen, geben wir ihm sofort Geld. Und wisst ihr, die Statistik sagt, dass Kinder am wenigsten brauchen Geld, dass das größte Gefahr ist, einem Kind Geld zu geben. Das braucht er gar nicht. Das größte Wunsch von einem Kind, liebe Brüder, ist, dass das Kind sieht, dass die Eltern sind zusammen und sie fühlt sich in einer Familie und sieht keine Meinungsverschiedenheiten. Deswegen sind wir großzügig beim Geldgabe für die Kinder, aber großzügig gegenüber seinen Gefühlen zu sein, großzügig mit ihm Zeit zu verbringen, da sind wir schwach und das muss sich ändern. Deswegen, mit was haben wir uns beschäftigt? Mit den Gelehrten? Gründe, warum wir über sie schlecht reden. Einer der Gründe ist, weil die Menschen wollen Schaden fügen. Und alaihissalatu wassalam sagt, der sicher ist von sich selber und seiner Umgebung und gleichzeitig seiner Umgebung Sicherheit gewährleistet, gesund an seinem Körper, wa indahu gut yawmi, das heißt, er hat Essen, was am täglich ist, فَكَأَنَّمَا حِزْيَدْ لَهُ الدُّنْيَا, als ob er das ganze Besitz von Dunya bekommen hat. Wer diese drei Eigenschaften hat, ihm gehört die Welt. Er ist der König hier. Wer diese drei Eigenschaften gewährleisten kann, und wer das nicht hat, der wird krank sein und er wird sich unsicher fühlen. Unsicher, Krankheit. Deswegen ist einer dieser Krankheiten, gegenüber die Gelehrten schlecht zu sprechen. So, jetzt wir kommen zu den Ergebnissen. Zu den Ergebnissen, warum die Menschen die Gelehrten ablehnen. Nachdem wir erzählt haben, warum die Gelehrten über sie schlecht gesprochen wird, kommen wir zu der Sache, warum reden die Menschen schlecht über die Gelehrten. Die Gründe haben wir erklärt. Jetzt aber zu einem bestimmten Gelehrten, warum wird so schlecht gesprochen. Erstens, die konsequenten Ergebnisse, wenn wir über die Gelehrten weiter schlecht reden, so wird die Wahrheit verloren gehen. Warum? Weil keiner wird mehr den Gelehrten akzeptieren und respektieren. Die Mushrikin von Mekka, als alayhi salatu wassalam in Mekka mit Tawhid gerufen hat, was ist passiert? Die Leute haben gesagt, du bist Emin, du bist der Vertrauenswürdige, du bist der Sicherste und du bist der Ehrlichste und so weiter. Aber als er angefangen hat mit La ilaha illallah,
der wurde der größte Lügner. Deswegen, jeder Gelehrte muss wissen, wenn er mit diesem Buch anfängt zu arbeiten und zu rufen, wird er viele Feinde haben. Viele Feinde haben. Obwohl er war so ein guter Mensch. Aber jetzt, die Menschen reden über ihn schlecht und bekämpfen ihn. Und sogar, subhanallah, gibt es Menschen, die ihn nie gesehen haben. Nie gesehen haben und reden über ihn schlecht. Wenn ich euch frage, wer von euch war mit Sheikh bin Baz zusammen? Du hast ihn nie gesehen. Aber gibt es unter uns vielleicht Leute, die schlecht über Sheikh bin Baz sprechen? Der war nie zusammen mit Sheikh Albani, aber redet über ihn schlecht. Wisst ihr, genauso wurde mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht? Leute, die nie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, dachten, er ist ein Monster. Dachten, der ist gefährlich. Und dass er Sohn und Vater trennt. Und dass er macht Magie. Und dass er ist krank, geisteskrank und so weiter. Deswegen, liebe Brüder, passt auf. Wenn jemand über einen Gelehrten redet, so musst du wissen, eine Konsequenz, was darunter rauskommt, dass dieser Gelehrte wird seinen Rufschaden bekommen, was er nicht verdient hat. Wie alaihi salatu wassalam hat einen Rufschaden bekommen. Sein Onkel persönlich, wenn er geredet hat, ist gekommen und hat gesagt, dieser ist mein Neffe, der ist geisteskrank. Hört ihm nicht zu. Dieser ist geisteskrank. Dann die Leute sind weggegangen. Stellt euch vor, du redest und dein Vater kommt und, oder dein Bruder kommt und erzählt über dich was. Dann die Leute sagen, oh, der ist doch nicht so sicher, ich entferne mich von ihm. Dann wieder, liebe Brüder, müssen wir wissen, jeder Angriff auf einen Gelehrten, hört das richtig zu, jeder Angriff auf eine Gelehrte ist ein Angriff auf die Welt. Ein Schaden auf einem Gelehrten ist wie das Schaden auf die ganze Menschheit. Wisst ihr das? Einen Gelehrten zu unterstützen und ihn nicht zu verletzen, ist genauso, als ob du eine ganze Welt in Schutz genommen hast. Das ist nicht meine Meinung. Das ist die Meinung von wem? Von den Gelehrten, die gesagt haben, weil ein Gelehrter trägt die Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für die Menschen nur Nutzen gebracht. Und jede Sunna, was verloren geht, ist ein Schaden für die Menschheit. Jede Sunna, die vergessen worden ist und heute nicht praktiziert wird, ist ein Schaden für die Menschheit. Dann wieder, liebe Brüder, ein Angriff auf die Gelehrten ist ein Angriff, dass die Studenten ohne Lehrer bleiben. Und Student ohne Lehrer, was kann er dann machen? Wenn er keinen Meister mehr hat, der ihm das zeigen soll, wenn der Meister nicht mehr existiert, was kann ein Student machen? Wie können wir jetzt hier ein Buch stellen und sagen, hier, Buch, unterrichte uns Arabisch bei. Wir bringen ein Tajwid-Buch und wir haben nie vorher Tajwid gelernt, bei niemandem. Und wir sagen zu dieser Buch, bring uns Tajwid bei. Du brauchst Erklärung. Man muss Wissen bei einem Gelehrten holen, der darüber Wissen hat. Denn das Buch alleine reicht uns nicht aus, um Wissen zu verstehen zu können. Weil der Autor kann vielleicht was anderes gemeint haben, als du verstehst. Aber jemand, der schon darüber Wissen hat, er kann sagen, nee, er meint damit so und so. Dann wieder, liebe Brüder, was sehr wichtig ist, wenn jemand einen Gelehrten angreift, so hat er geschafft, dass die Menschen ihn in seinen Augen erniedrigen. Wenn ich jetzt hier in diesem Raum über jemanden mich lustig machen würde, dann automatisch dieser Mensch wurde seine Stufe runtergemacht, runtergeholt bei bestimmten Leuten. Und genauso ist es mit den Gelehrten. Wenn wir anfangen, über die Gelehrten schlecht zu sprechen, automatisch haben wir sie in unseren Augen runtergeholt, erniedrigt. Und das wollen wir nicht erreichen. Das ist gefährlich. Deswegen, liebe Brüder, wenn du einem Gelehrten seine Aussehen herunterholst, so wird der Schaden größer werden. Imam Malik, wenn er saß, jemand zu ihm gekommen ist, durfte nur einmal Frage stellen. Er hatte nicht Mut, zweimal ihm anzusprechen. Wisst ihr das? Der hatte eine so
gewaltigen Aussehen. Und der war ganz einfacher, milder Mensch. Der konnte nicht mal einem wehtun. So nett war er. Aber wie er stand, die Leute hatten Angst, ihm sogar Frage zu stellen und danach zu sagen, Sheikh, ich habe nicht verstanden, wiederhole mal. Die hatten von seiner Heibe, hatten sie Angst. Und das gibt Allah Azza wa Jalla einem Gelehrten sein Aussehen. Über diesen Sheikh Mohammed Mukhtar, was ich gesagt habe, wird so viel gesprochen hinter seinem Rücken, aber die Leute, wenn sie vor ihm stehen, der findet nicht drei Sätze, ihm Antwort geben zu können. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla hat die Gelehrten in Schutz genommen, ihre Aussehen. Das ist sehr wichtig. Aber wenn wir ständig schlecht über die Gelehrten sprechen, dann wir stürzen seine Gewalt, seine Stärke. Und das ist dann eine schädliche Sache. Und deswegen, wie viel haben wir in islamischen Ländern jetzt Gelehrte? Wir haben die so viel in unseren Augen runtergemacht, dass wenn ich jetzt euch frage, von wo kommst du, Tunesien? Nenn mir einen Gelehrten, der sagt, ich kenne nicht. Bestimmt gibt es da Gelehrte. Kann nicht sein, dass da 6 Millionen Menschen leben und da kein Gelehrter gibt. Aber wir haben in unseren Augen die Gelehrten klein gemacht. Wenn ich sage, von wo kommst du? Aus Afrika, aus Ghana. Nenn mir da einen Gelehrten, er sagt, kenne ich nicht. Da gibt es bestimmt Gelehrte. Aber durch unsere falsche Propaganda, was wir selber produziert haben, haben wir unter den Augen der Menschen die Gelehrten weggemacht. Genauso in Saudi-Arabien jetzt. Die Leute, die in Khawarij reingefallen sind, die sagen, es gibt keinen Gelehrten mehr in Saudi-Arabien. Du kannst jede Straße Gelehrte finden. Mindeststufe, was er hat, hat er eine Universität abgeschlossen und eine Magistratur und Doktor und hat mehrere Bücher geschrieben und kann dir Tafsir machen und kann dir Hadith erklären und so weiter. Und dann sagt er, es gibt keinen Gelehrten in Saudi-Arabien. Es gibt keinen Gelehrten zum Beispiel in der Türkei. Es gibt keinen Gelehrten in Marokko. Natürlich gibt es da Gelehrten. Aber wer diese Propaganda erzählt, ist seine Absicht was? Seine Absicht ist, die Stufe der Gelehrten in die niedrigste Standstufe runterzuholen. Dann wir sagen, liebe Brüder, wie muss die Menhej, die richtige Verhalten sein, gegenüber diese falsche Verhalten? Wie müssen wir uns dann verhalten? Richtig. Wie ist die gesunde Verständnis von unseren Jugendlichen? Wie muss es sein? Wie ist das Verhalten der Ahlus Sunna? Und schreibt das auf. Erstens, in 3 Punkten. Wir sagen, diese Sache können wir nur reparieren durch 3 Punkte. Erstens, unsere Gelehrten, welche Pflichten haben, werden wir gleich aufzählen. Wenn natürlich die Zeit da ist, unser Bruder ist auch gekommen. تريد تستمر؟ لا وقفوا الآن. وقفوا خذ لك كرسي. طيب إن شاء الله. gut, wir wollen jetzt hier aufhören, weil ja wir fangen sofort an. Bleibt in euren Plätzen, weil ich habe auf unseren Brüder gewartet. Sie sind jetzt da und wir werden jetzt sofort weitermachen. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.